Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Heart of the Swarm Kampagne. Wir wollen immer noch Achievements holen in zwei weiteren Missionen. Warum steht hier eigentlich nur erfüllte Mission 20 von 27? Achso, weil die hier alle nicht abgeschlossen sind. Nee, das ignoriere ich, aber das mache ich nicht nochmal. Tod von oben. Haben wir hier keins mehr. Haben wir hier... schließen Sie Tod von oben auf dem Schwierigkeitsgrad schwer ab, bevor Sie die letzte Energiezentrale zerstören. Also eine Energie. Was war das denn nochmal? Energiezentrale behalten. Okay, das weiß ich noch nicht genau, wie das zu verstehen war. Und kleiner als 18 Minuten, das heißt, wir müssen es auf jeden Fall zweimal machen. Drei Energiezentralen. Töten. Weiß ich noch nicht, wie genau das geht. Das schauen wir uns jetzt mal einmal an. Schwer, Kerrigan. Nochmal hier Apokalypse. Ja, wir lassen es mal auf Speed. Ich finde das besser, wenn die jetzt Speed haben. Weil ich glaube, das könnte in dieser Mission entscheidend sein. Wir werden Link Banding hauptsächlich spielen, denke ich, mit Mutter Support vielleicht. Ja, ich glaube, Link Banding Mutter ist eine ganz gute Geschichte. So, was war denn hier los? Die Hacker will Essenzen sammeln. Was ist das für eine Kreatur? So, jetzt fliegt hier gerade ein Helikopter übers Haus. So, wir müssen uns ein bisschen anzahlen, beeilen, ne? Ja. So. Das ist schon mal tot. So. Ich werde Vergeltung üben. Die Hacker ist nicht dabei, ne? Greift an, während das Feld inaktiv ist. Wir passen uns an. Wir haben Planetary mit bei. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Was ist es denn? Ich glaube, das ist ein bisschen früh, was wir hier machen. So, jetzt können wir ein paar Dinge mit dazu ziehen. Was du heute kannst besorgen? Dieser Planet gehört. So. Eigentlich hätten wir auch erst zur Seite gemusst. Ich bin gar nicht so schlau, was ich hier mache, ne? Okay, glaube ich, echt ziemlich ein Schwachsinn. Ich kann es gerne hier ein paar Gebäude zerstören. So, komm, 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 komm. Ich wollte eigentlich gar keinen Roachhorn bauen, ne? Diesmal. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Der Schwarmklasse wird angegriffen.
Jetzt kommen sie auch noch von der Seite. Deine Königin lauscht. Nein, geht hier zurück. Es ist Zeit. Eigentlich hätten wir halt hier drauf gehen sollen am Anfang. Das wäre viel sinnvoller gewesen. Dann hätten wir nämlich schon unsere Echse gehabt jetzt. Wir kennen keine Grenzen. Es ist hier ein bisschen Gas sogar einsammeln können. Und schon, ja, wie gesagt, eine Hedge. Rüber. Energiezunahme festgestellt. Das Zerstörerfeld wird bald wieder reaktiviert. Warum ist denn hier eigentlich schon wieder ein Dings aufgebaut worden? So, 52 Sekunden, aber wir können zumindest die Bereich 1 clearen. Rückzug zum Schwarmcluster. Ich werde vergessen. Mengsk wird leiden. Noch ein Keine Gnade. Zerstören. Gut. Noch geklappt, glaube ich. So. Ich folge dieser Apparat. Stinkt nach Feuer und Tod. Ich sollte ihn zu mir ziehen. Selbstversorgung. Alles töten. So. Sehr gut. Hätten hier noch ein paar Ressourcen einsammeln können, aber... Nuke habe ich, glaube ich, ausgeschaltet. Nee. Wobei, wäre eigentlich egal gewesen. Nee, du solltest auf den Bunker gehen. Das wollte ich nicht. Unsere
Das wollte ich doch eigentlich gar nicht. So. Hallo, Kerrigan? Kannst du jetzt da mal langsam drauf schießen? Hat sie nicht gemacht. Meine Königin, das Feld des Psi-Zerstörers wird gleich Hallo? Deaktiviert. Ich fürchte, jetzt sind wir drüber hier leider. Kann man noch irgendwas zerstören? Ich fürchte nicht, ne? Ich bin der vielleicht nochmal. Zurück zum Sportcluster. Okay. So, ich hoffe, dass das nicht so schlimm ist. Sprich. Nochmal ein bisschen mehr Drohnen hier gebrauchen. Wir haben doch jetzt, oder haben wir jetzt zwei Energiezentralen erst zerstört? Ich glaube, wir haben schon zwei Energiezentralen zerstört, ne? Unter 18 Minuten sollen wir die dritte zerstören und eine Energiezentrale soll übrig bleiben. Wie viele gibt's denn? Also wir müssen uns jetzt einmal hier beeilen, weil das geht ja gar nicht schneller hier, dieser Anfang. Kräfte der Urzark treffen jetzt ein. Ignorieren hier den oberen Teil. Achtung, der Schwarm kann den Energien des Zerstörerfelds nicht standhalten. Unsere Streitkräfte müssen sich zurückziehen. Was macht der hier? Hau ab hier! Das ist völlig unnötig. Zusätzliche Streitkräfte der Urzark treffen ein. So, in unter 18 Minuten sollte machbar sein. So. Urkraft haben wir schon mal. Zerstörers ist jetzt endgültig deaktiviert. Ja, das heißt, das haben wir schon mal nicht mehr geschafft. Das ist ärgerlich. Ich renne jetzt trotzdem einmal drüber, aber ich denke, ja, das eine Ziel werden wir damit natürlich verfehlt haben. Wo bleibt denn Kerrigan eigentlich? Warum ist die so lahm neuerdings? Das ist doch nicht... Hallo? Müssen wir mal kommen? Ich werde die Menschheit vor dir schützen, Kerrigan. Ja, gut. Aber selbst so ist das schon ganz schön knapp. Aber es ist eigentlich auch ziemlich egal, wir können jetzt das Ganze nochmal neu starten. Also vielleicht reicht es, wenn wir einfach einen Fokus machen. Wir morphen ganz viele Banelinge und hauen einfach drauf. Ich denke, das machen wir. Aber gut, dass wir das zweimal spielen mussten, war eh klar. Weil die Ziele so gegensätzlich waren. Einmal müssen wir ganz schnell bei der dritten sein und einmal nicht.
Ich würde mal sagen, wir laden mal einen Save Point, weil diesen ganzen Anfang brauchen wir jetzt erstmal nicht nochmal. Also diesen mit DHK hier. Danach machen wir das, denke ich, schon nochmal. Gehen nicht auf diese Mutter, diesen Mutterkram. Das ist überflüssig. Was wir allerdings machen, ist möglichst schnell nach rechts zu gehen. So. So. Jetzt natürlich ein bisschen unnötig, dass wir so viel Gas jetzt sammeln hier. Aber erstmal so, am wichtigsten, dass wir hier sofort die Base kriegen. Da habe ich möglichst viele Drohnen ziemlich früh und auch möglichst viel Production ziemlich früh. Ist jetzt wichtig, dass das hier fällt. So. Den Rest könnt ihr jetzt hier machen, völlig egal. Nehmen wir schon mal die Gasgeisierer. Und nehmen hier die Echse. So. Nehmen jetzt plus 1 mit, holen uns einen zweiten hiervon. Und werden jetzt oben gepusht. Interessant auch, dass wir jetzt oben gepusht werden. Schade. Die knapp überleben können. Ist aber egal eigentlich. So, einmal schon wieder hier hin. Noch mehr Drohnen, 3 hier rein. Oh, das war, glaube ich, dumm, weil die ja doppelt sind, ne? So, jetzt müssen wir erstmal schaffen, hier wirklich schnell die Möglichkeit aufzumachen, von beiden Seiten zu kommen, weil, seien wir mal ehrlich, das brauche ich. Das heißt, du müsstest jetzt hier einmal gleich diesen Bunker zerstören. Blöd natürlich mit der Planetary. Aber erstmal irrelevant. Wir brauchen ja auch gar nicht alles zerstören. Am besten halten wir uns gar nicht großartig hier mit der Planetary auf, oder? Dann schaffen wir uns hier nur rechts den Zugang. Wir sollten natürlich hier ein bisschen was ausschalten, damit wir von beiden Seiten hier angreifen können. So. Einser Defense brauchen wir gleich. So, komm, jetzt zerstört man eben hier die Seite quasi. Das müssen wir schon schaffen, aber die Planetary braucht eigentlich keine Sau. Oh, dieses Reparaturding ist aber auch echt eine Scheiße, ne? Kriegen es nicht tot. Hallo! Töten! Ich glaube, mehr brauchen wir jetzt hier tatsächlich nicht. Nein, ihr sollt nicht da immer drauf gehen. Wieso dürfte doch eigentlich jetzt ein New kommen, oder nicht? Schön wäre es eigentlich, wenn wir noch einmal schnell... Jetzt greifen die ja echt doch weiter da hinten an, oder was? Jetzt kommt hier gleich der Ghost. Hallo. Ich glaube, ich hätte diese anderen Kapseln gebraucht. Das wäre besser gewesen. Komm, ich will wenigstens die Factory noch töten. Töte die Factory. Jetzt schnell nach Hause. Ja, ich kann es nicht ändern. Ich muss von hier verschwinden. Dieser Apparat stinkt nach
Was wir natürlich jetzt eigentlich machen könnten. Wait, warte mal. Wir sollen eine Energiezentrale übrig behalten, Leute, ne? Was aber keiner sagt ist, dass wir nicht hier gerade makronen können. Warum bleibt ihr hier stehen? Ein Ultraskipper dürfen wir noch nicht bauen. Aber das ist hier eigentlich auch ziemlich egal. Wir können doch jetzt hier hardcore makronen. Oder pusht das Ding nach vorne. Ich glaube, das pusht langsam nach vorne, was man genau nicht macht, ne? Nein, lass das. Aber ein bisschen Zeit haben wir da auf jeden Fall. Ist abgeschlossen. Ein Stück nach vorne gehen. Oh. Die haben ihn zerstört, ohne dass ich das mitbekommen habe. Ist okay. Den Energien des Zerstörerfelds nicht standhalten. Unsere Streitkräfte. Okay, wir gehen jetzt doch einmal noch hier drauf. So, jetzt scheiß drauf. Hier hin. Ein paar wenige Morphen. Der Rest kann schon mal nach vorne. Wir haben keine. Kein Dings gerade leider. Keine Apokalypse. Aber bald wieder. Deine Königin lauft. Was ist es diesmal? Nee, lass das bitte. Bleib doch hier. Geht doch nicht so rum. Ich muss mit meinen Einheiten so dumm. Ich werde Vergeltung. Macht euren Frieden. Ich werde die Menschheit vor dir schützen. Nein, du sollst das machen. Du bist mir im Weg. Hey, aber das war aber jetzt auch total kacke wieder. Weil Kerrigan nicht da durch wollte. Beziehungsweise wenn Kerrigan das gechannelt hat. So, jetzt geh mal vor, Kerrigan. Hallo, töte das doch. Meine Königin, das Feld des Psi-Zerstörers wird gleich reaktiviert.
Reicht nicht. Wir haben es aber fast. Dass Kerrigan da so dumm nochmal sterben musste, ne? Warum ist denn das so ein kleiner Winkel, den man da nur angreifen kann? Wir haben es auf jeden Fall geschafft. So. Zwei hin, eins im Sinn. War aber nochmal knapp jetzt. Gut, wir haben es aber geschafft und damit fehlt uns nur noch eine Folge, beziehungsweise eine Mission und auch eine Folge, in der wir hier in Heart of the Swarm sind. Danach geht's über in Legacy of the Void. Da freue ich mich schon drauf, ich hoffe ihr auch. Das war's jetzt erstmal für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts wird es auf Folge klicken und rechts Antwort von mir und einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.